Holy High. Hallo liebe Gemeinde, ich danke euch, dass ihr auch zur heutigen Predigt wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es um die Holy High TWS T8 echt kabellosen Kopfhörer. Tja Leute, und ob die wirklich so himmlisch sind, wie es der Name verspricht, das werden wir uns heute anschauen. Auf jeden Fall haben die hier ein paar Features, die ich so noch bei keinen Kopfhörern gesehen habe. Und ja, das ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen hier schon die Packung. Rechts haben wir es stehen, TWS T8, genauso wie auf der linken Seite. Auf der Rückseite sehen wir ein paar Spezifikationen. Wireless Single Enhanced, was das ist, dazu später. Eingebautes Mikrofon, 3 Stunden Abspielzeit, Smart Touch, also Touchbedienung, sitzen komfortabel, echt kabellos, 3000 mAh Case und CVC, was auch immer das bedeutet. Und hier steht es nochmal, Holy High Bluetooth Kopfhörer, und die gehen natürlich für Android Smartphones in Ordnung, als auch für iPhones, die kann man mit allem verbinden. Also schauen wir einfach mal rein, was sich hier drin verbirgt unter diesem echt interessanten Namen. Deswegen auch mein echt interessantes, hoffentlich, Intro. Und dann seht ihr, wir haben hier eine kleine Box, hier die eigentlichen Kopfhörer und hier oben dann die Ladebox drin. Die Ladebox und die Kopfhörer nehme ich jetzt direkt mal raus. So, erstmal hier die kleine Ladebox und jo, das ist schon, ja, man merkt die 3000 mAh, die hier drin stecken, ist ein recht kräftiges Case. Dann mal die kleinen Kopfhörerchen, Nummer 1 und die Nummer 2. Und dann mal schauen, was sich noch hier in der letzten kleinen Kiste verbirgt. Jo, da ist alles andere reingedrückt, also richtig reingepresst. Heieiei. Also maximale Platzausnutzung. Wir finden einmal eine kleine, ja, so eine kleine Transporttasche. Ja, ganz unspektakulär, nichts Besonderes, nicht mal ein heiliger Aufdruck drauf. Dann haben wir unsere Ersatzohrstöpsel. Es gibt hier mal wieder 3 Ausfertigungen. Die mittleren sind drauf und die großen und die kleinen. Und oh, das sind sogar groß, mittel und klein. Na, da sind alle 3 nochmal vorhanden und die mittleren sind zusätzlich nochmal hier drauf. Okay. Und wir haben natürlich hier nochmal ein Ladekäbelchen, USB auf Micro-USB. Ja, ganz normal. Und unsere kleine Anleitung. Jetzt schaue ich mal, haben wir denn da Deutsch? Ja, wir haben Deutsch. Und da ist sogar ein QR-Code drin mit Q&A, also Questions and Answers. Und ja, also da wird es kurz erklärt. Wir haben übrigens hier verbaut den Bluetooth-Standard 5.0. Und wie gesagt, eine Gesprächszeit oder Wiedergabezeit von 3 Stunden. In einer Stunde etwa sind die Kopfhörerchen oder sollen die Kopfhörerchen wieder aufgeladen sein. Und in Kombination mit dem Case 120 Stunden Wiedergabezeit unterstützen. Das ist mal eine kräftige Ansage. So, ich schaue mal, wo uns der QR-Code hier hinführt. Ja, wir kommen tatsächlich in eine Frage- und Antwortenregion. Wobei, die erste Frage verstehe ich nicht. Warum klingt der Kopfhörer intermittierend? Ja, interessant, aber dennoch ja eine gute Sache, wenn es mal hier irgendwelche Fragen gibt. Und da sind schon einige beantwortet worden. Kann man sich hier mal ja die ersten Antworten zu den häufig gestellten Fragen holen. So, jetzt schauen wir uns nochmal hier das Ladecase genau an. Ich ziehe mal die Folie ab. Wir sehen, es ist ja teiltransparent. Man kann schon unten durchschauen. Hier vorne kann man es öffnen. Das hier ist der glänzende Kunststoff mit Holy High Aufdruck. Und der Rest ist so mattes Material. Fühlt sich ganz nett an. An der Seite haben wir den Micro-USB-Anschluss und auf der Rückseite nichts. Auf der anderen Seite haben wir einen regulären USB-Anschluss. Ja, da kann man sich jetzt fragen, wofür ist der denn? Na ganz einfach, Freunde. Wir haben hier 3000 mAh Leistung drin im Case. Das Ding hier kann man auch als normale Powerbank benutzen, um sein Smartphone oder andere Geräte aufzuladen im Notfall. Das finde ich doch mal richtig gut. Und wir haben hier Input 5 Volt 1 Ampere und genau das gleiche im Output. So, ich mache mal eben das Case auf, einfach da reingreifen und dann sehen wir hier einmal, ja, wir haben ganz normal die Anschlüsse zum Aufladen der Kopfhörer. Ich bin jetzt hier nochmal gespannt, ob das hier magnetisch ist, wenn ich die reinlege. Wir schauen und ja, das ist magnetisch. Die werden automatisch hier in die richtige Position gezogen und wenn ich schüttle, dann kommen die auch nicht raus. Also
ein ordentlicher Magnet, der hier eingebaut ist. Wir haben hier eine Ladezustandsanzeige des Cases, also da ist nicht mehr so viel Saft drauf. Aber dennoch probieren wir jetzt mal gleich hier die Kopfhörerchen zu verbinden. Ich nehme sie dazu mal raus. Und ich habe hier schon gehört, sie haben mit mir gesprochen. Das heißt, ich müsste hier eigentlich im Pairing-Modus drin sein. Gehe mal hier in meine Einstellungen unter Bluetooth. Und das Ganze soll so funktionieren, dass die beiden sich untereinander verbinden. Hier ist auch schon was am Blinken. Da kann man es sehen. Also Pairing-Modus ist wohl aktiviert. Also die verbinden sich untereinander und dann... Genau, da erscheint T8 einmal mit dem Smartphone. Ich tippe mal drauf, mit Bluetooth 5.0 sollte das ja direkt funktionieren. Und jawohl, da haben wir es schon verbunden. Man kann die übrigens auch einzeln verbinden. Das heißt, ihr könnt hier theoretisch jemandem einen Kopfhörer geben, der kann das mit seinem Smartphone verbinden und ihr könnt das mit eurem verbinden und dann kann jeder seine eigenen Sachen hören. Zum Beispiel. So, ich ziehe sie mal kurz an und höre mal ganz, ganz kurz rein für den ersten Eindruck. A few moments later. So, ich habe mal ganz kurz reingehört, so vom Sitz her würde ich sagen, erster Eindruck, die sitzen sehr bequem und was hier richtig cool ist, die haben ja hier so eine Touch-Bedienoberfläche. Ihr könnt sie im Hintergrund sehen, hier wird aktuell abgespielt, wenn ich hier mal drauf tippe, dann habe ich hier Pause und Play, kann hier vor- und zurückspringen mit Doppeltap und ganz cool, man kann hier die Lautstärke anpassen. Ja, das kann man ja bei den wenigsten machen und zwar einfach durch Halten. Schaut mal hier auf den Lautstärkeregler, ich halte hier mal rechts einfach drauf und dann wird hier die Lautstärke nach oben angepasst. Und wenn ich nach links gehe, dann ja, wird sie auch dementsprechend runter geregelt, wenn man einfach nur drauf bleibt, so stufenweise. Das ist mal eine gute Sache. Das würde ich mir öfters wünschen. Und ja, jetzt gibt es noch mal eine kleine Hörprobe und dann geht es hier in die Testphase. Sehr schön, Leute. Also der erste Eindruck, der ist auf jeden Fall recht positiv hier ausgefallen. Allerdings, ja, der erste Eindruck ist ja nur der erste Eindruck. Ich verschaffe mir jetzt einen richtigen. Und nach meiner Testperiode gibt's jetzt für euch das Fazit. Zeitsprung. 3 weeks later. Ich hatte jetzt genug Zeit, den Holy Heiß hier aufs Ohr zu fühlen sozusagen. Und es gibt Stärken, aber auch durchaus Schwächen. Erst einmal, was ich gut finde, ist hier die Powerbank oder die Ladestation. Denn die Funktion, dass ich hier einfach was anschließen kann und die als externe ganz normale Powerbank nutze, das ist einfach eine praktische Angelegenheit. So kann man auch mal sein Telefon unterwegs aufladen. Insgesamt ist das natürlich ein bisschen groß, ein bisschen klobig. Das trägt man nicht so einfach in der Hosentasche mit sich rum, also im Rucksack kein Problem. Ja, hier oben ist natürlich sehr kratzanfällig, hier diese transparente Klappe. Und ja, wirkt auch nicht so mega stabil, aber es funktioniert. Das Einlegen der Kopfhörer, wunderbar, magnetisch. Damit hatte ich gar keine Probleme. Und wenn man mal weiß, wo man sie anpackt, um sie rauszubekommen, dann klappt auch das 1A. Also von daher, das ist schon mal in Ordnung. Ebenfalls in Ordnung ist der Tragekomfort. Ich fand die echt angenehm zu tragen. Die haben mich nicht gedrückt, die haben mich nicht gestört im Ohr und ich hatte auch kein unangenehmes Druckgefühl. Von der Seite alles gut. Genauso wie die Touch-Bedienung, die ist klasse. Play, Pause, vor, zurückspringen und lauter und leiser stellen. Das funktioniert. 1A, also auch das absolut positiv. Genauso wie die Abspielzeit. So 2,5 Stunden bekommt man hier locker raus. Vielleicht auch 3, wenn man etwas leiser mal ein Hörbuch hört oder sowas. Auch das alles auf der positiven Habenseite. Wo sie manchmal ein klein wenig Probleme haben, ist mit der direkten Verbindung zum Smartphone, wenn man die rausholt. Da man die beiden Kopfhörer ja auch getrennt verbinden kann. Das heißt, einer mit dem Smartphone, einer mit einem Tablet oder mit einem ganz anderen Gerät. Das klappt auch. Da hat man den linken und den rechten einzeln. Aber wenn es dann wieder darum geht, beide auf einem zu verbinden, dann können die schon mal ein klein bisschen durcheinander kommen und dann ist hier verbunden, da nicht verbunden, untereinander verbunden und klappt alles. Aber wie gesagt, da gibt es manchmal so einen kleinen Hiccup. Aber es funktioniert im Prinzip alles. Man kann es also auch hier problemlos getrennt verwenden. Genau das gleiche gilt auch für die Freisprechfunktion. Hier mit den beiden Mikrofonen in den beiden Ohrhörerchen kann man wunderbar auch telefonieren. Ich hatte auch keine Verzögerungen beim Videoschauen bei YouTube oder Amazon Prime und was es alles so gibt. Das ist also auch alles soweit gut. Was am Anfang nicht so ganz gut war, beim allerersten Mal, als ich die mal richtig nach dem ersten Eindruck
Zeitdruck hier angezogen habe, hatte ich lauter Verbindungsabbrüche gehabt und konnte mir nicht erklären, wieso. Ich hatte ständig Unterbrechungen alle paar Sekunden und ich habe es irgendwie nicht auf die Schnelle beheben können. Komischerweise ist das nur einmal oder glücklicherweise nur einmal aufgetreten. Danach hatte ich keine Verbindungsabbrüche mehr, als hätten die sich selbst repariert. Keine Ahnung, woran das gelegen hat, aber ich will es kurz erwähnen. Am Anfang hatte ich das Problemchen gehabt, allerdings nur einmal in meiner ganzen Testzeit. Ansonsten war die Verbindung hier untereinander und zum Smartphone eine echt stabile. Ja, was jetzt hier die Soundqualität angeht, die würde ich mal als in Ordnung bezeichnen. Die haben keinen großen Bass, ganz klar wie die meisten kleinen Kopfhörerchen. Wo soll er auch herkommen? Der Bass, er ist ansatzweise vorhanden, aber dann doch relativ flach im Endeffekt. Dafür werden sie sehr laut, der Ton ist klar. Was mir hier noch ein bisschen aufgefallen ist, wäre das relativ hohe Grundrauschen. Ich sag mal relativ hoch. Mir ist es eben aufgefallen, wenn ein Song gerade anfängt zu spielen oder zwischen zwei Songs oder wenn ihr leise mal ein Hörbuch hört, da ist ein Grundrauschen vorhanden und das kann man auch hören. Das noch für im Hinterkopf zu behalten. Ja, habe ich sonst noch was vergessen? Akkulaufzeit? Ah ja, hier, ihr bekommt 120 Stunden Abspielzeit raus von den beiden Kopfhörerchen und hier dem dicken Akku-Pack. Das ist mal beachtlich. Da könnt ihr also mal eine richtig lange Reise ohne Stromverbindung machen quasi und die mithaben 120 Stunden. 2,5 bis 3 Stunden hier für die Kopfhörerchen und dann könnt ihr die noch zigmal hier mit dem 3000 mAh Akku aufladen. Also schon eine coole Kombination, die man so nicht überall findet. Also Leute, das wären sie gewesen, die Vor- und Nachteile der Holy High Kopfhörer. Die haben schon einiges Cooles zu bieten. Vor allem toll finde ich hier, dass man die Lautstärke direkt an den Kopfhörerchen anpassen kann, haben aber eben auch so ihre kleinen Schwächen und Problemchen. Muss man überlegen, ob die für einen was sind. Es gibt bessere, es gibt schlechtere. Ich sag mal gesundes Mittelfeld, da würde ich die hier einordnen. Vom Preis her um die 55 Euro. Ich verlinke euch die hier in der Videobeschreibung. Vielleicht ein klein wenig hoch angesetzt. Ich würde mal sagen, so um die 40, 45 Euro, das wäre so eine Preis-Range. Da würde ich mich etwas wohler mit denen fühlen. Also Leute, das wäre es gewesen. Ein weiterer Kopfhörertest ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Me Apple Cat.